Hier ist er gerade auf dem Weg zum Gemeindestadl in Schwarzach bei Nappburg, der parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, Max Straubinger. Denn hier passierte die offizielle Auftaktveranstaltung zum Bundestagswahlkampf der Schwandorfer CSU. Wegen der berühmten Abstimmung am Morgen war man auch ein bisschen zu spät dran, aber dann hat man sich gesettelt und dann eröffnete der bisherige MdB und Spitzenkandidat Karl Hohlmeier die Veranstaltung. Darf Sie natürlich alle recht herzlich begrüßen und sagen Dankeschön, dass Sie an dem Vortag zum Schwarzacher Kirchner hier zu dieser Veranstaltung der CSU gekommen sind. Hohlmeier und Straubinger hoben beide die Ergebnisse der bisherigen Regierungsarbeit hervor. Beherrschendes Thema des Tages blieb aber freilich die Ehe für alle. War es eine längst überfällige Entscheidung oder geht ein weiterer Unionsmarkenkern verloren? Ich bin nicht einverstanden mit der Behauptung, es wäre ein Unionsmarkenkern gefallen. Wir stehen dazu, Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes und danach werden wir auch weiterhin politisch handeln. Jetzt ist uns die SPD von der Fahne gegangen und hat den Koalitionsvertrag gebrochen und mit der Linksfraktion und mit den Grünen dies auf die Tagesordnung gesetzt. Natürlich bin ich da enttäuscht, da braucht man gar nicht reden. Und natürlich vor allen Dingen ob der Entwicklung in dieser Sache und in dieser Frage. Aber es gilt für uns weiterhin daran festzuhalten, dass Ehe und Familie immer noch den besonderen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Sie sind nämlich die Keimzelle unserer Gesellschaft. Es ist schon ein weiteres Markenzeichen christlicher Politik damit verschwunden. Im Grunde ist ja die Angleichung der gleichgeschlechtlichen Verbindung mit der Ehe im Grunde fast vollzogen. Nur ein kleiner Teil im Adoptionsrecht ist noch nicht so weit. Aber das wäre vielleicht auch noch mal auf den Weg gebracht worden. Aber uns geht es darum, um das Wort Ehe. Es ist heute kein guter Tag gewesen. Was der Bundespräsident zu dem Gesetz sagt und ob man vors Bundesverfassungsgericht zieht, ist noch unklar. Sicher ist aber, der Bundestagswahlkampf hat stürmisch begonnen und läuft auf vollen Touren.